So, hallo zu diesem nächsten Video. Nachdem wir jetzt ja Geräte hinzugefügt haben, wollen wir diese Geräte miteinander verknüpfen, also diesen Schalter hier mit einer Lampe. Und dazu, wir sehen hier schon bei Konfiguriert, sind diese zwei Geräte hinzugefügt. Und wir können jetzt auf Behavior gehen, um so Regeln anzulegen, um Skripte zu programmieren, die diese zwei Sachen dann wirklich miteinander verknüpfen. Dazu erstmal eine Gruppe, die dann diese Regelskripte beinhaltet. Die Gruppe benenne ich jetzt hier mal Tutorial und hat eine Priorität von 0. Die Priorität gibt an, wenn man verschiedene Gruppen hat, welche Gruppe als erstes ausgeführt wird. Das kann zum Beispiel einen Unterschied machen, wenn man eine Lampe mit dem einen Skript anmacht und ein anderes Skript macht die Lampe wieder aus. Dann ist natürlich die Priorität wichtig, wie die nacheinander eingestellt sind. Ich füge jetzt hier links diese Gruppe hinzu. Und jetzt sehen wir auch noch so einen Schalter, mit dem wir die Gruppe aktivieren können oder deaktivieren. Da wir jetzt die Gruppe natürlich verwenden wollen, aktiviere ich die Gruppe und kann dann hier ganz rechts ein neues Skript hinzufügen. Jetzt sind wir in der Oberfläche, wie da so ein neues Skript aussieht oder generell die Skriptoberfläche. Wir können hier einen Namen vergeben, Tutorial Skript, und wir können hier eine Beschreibung vergeben, wenn wir möchten. Wir können aber auch eine Priorität vergeben, wie dann die Skripte in der Gruppe untereinander gerankt werden. Das Skript kann man auch auf global setzen, da verweise ich aber auf ein anderes Video, was wir später noch machen werden. Den Editor hier unten, da können wir dann einfach den Code eingeben. Ich kann jetzt zum Beispiel, ja, nachdem ich den Schalter mit der Lampe verbinden möchte, mir mal überlegen, wie würde denn sowas aussehen. Im Normalfall als Entwickler würde ich sagen, if Schalter gedrückt, dann wird die Lampe angemacht. Und genauso können wir jetzt hier auch vorgehen. Wir können sagen, if. Das Ganze wird in JavaScript geschrieben. In Zukunft wird auch noch TypeScript hinzugekommen. Deshalb jetzt mal hier die if-Abfrage. If. Und hier können wir jetzt mit Autocomplete schauen, welche Schalter zuletzt gedrückt sind. Das ist super spannend, weil wenn wir viele, viele Schalter in unserer Umgebung haben, dann wollen wir vielleicht nicht den Schalter aus einer langen Liste auswählen, sondern wir wollen einfach den Schalter manipulieren können. Jetzt habe ich zum Beispiel den hier gedrückt und dann in der Entwicklungsumgebung auswählen können. Jetzt drücke ich hier drauf und dadurch, durch das Autocomplete, hat hier die Entwicklungsumgebung mir gesagt, ich habe gerade hier den Button 1 gedrückt von meinem InOcean-Schalter. Das wähle ich jetzt aus und jetzt möchte ich natürlich wissen, okay, was ist der Wert, wenn ich ihn drücke oder wenn ich den Schalter loslasse. Und dazu können wir einfach mal hier einen Vergleich machen und in den Live-Modus wechseln. Und der Live-Modus zeigt uns dann den aktuellen Sensorwert an. Also wenn ich jetzt hier den Sensor losgelassen habe, wird False angezeigt, wenn ich ihn drücke, wird True angezeigt. Und das ist natürlich super spannend, einmal bei so einem Sensor, wo ich auch nicht weiß, was hat der für einen Wert, aber auch bei einem Analog-Sensor, wo ich nicht weiß, was ist die Range von diesem Sensor. Und jetzt sagen wir, okay, wenn der gedrückt ist, dann möchte ich die If-Abfrage hier ausführen. Also kann ich einfach noch eine Klammer dazu machen, die dann hier weitergeht, so dass ich dann sagen kann, wenn der Schalter gedrückt ist, soll die Lampe ausgehen. Um die Lampe auszumachen, ist ja eine Frage, wie kann ich die Lampe jetzt manipulieren? Die Lampe hat keinen Schalter, also kann ich da einfach sagen, api.device und kriege damit eine ganze Liste an Geräten, die jetzt verbunden ist. Aktuell sind es die zwei Geräte. Ich kann jetzt hier einfach die Lampe auswählen. Ich sehe sogar, dass die online ist. Und kann jetzt hier sagen, kann abfragen, welche Module hat die, auch wieder durch Autocomplete. Und an dem Modul kriege ich jetzt auch wieder einen Vorschlag, was kann ich denn machen. Und was wir jetzt hier machen wollen, wir wollen die Lampe zum Beispiel ausschalten, beziehungsweise einschalten, wenn der Schalter gedrückt ist. Also turn on, gleich true. Und das Ganze else. Und da können wir dann dasselbe machen, api.device. Und da gibt es dann wieder die Lampe, Light 1. Wir können es natürlich auch von oben kopieren. Und dann hier Turn Off, gleich True. Und wenn wir jetzt das so programmiert haben, was wir hier machen, wenn der Schalter gedrückt ist, soll die Lampe angehen, sonst soll die Lampe ausgehen. Um das jetzt zu deployen, ist das Schöne bei FingerOS, wir haben das Ganze ja auf einer Plattform gemacht, dass es eine webbasierte Lösung ist, die auf dem Hub läuft. Heißt, zum Deployen müssen wir ganz einfach nur hier oben Speichern drücken. Und schon haben wir quasi die Logik ausgeführt. Also wenn ich jetzt hier drücke, geht die Lampe an. Und wenn ich loslasse, geht die Lampe aus. Genau, so mal hier dieser erste Überblick von, wie kann ich einen Schalter nehmen, um damit eine Lampe zu steuern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Video machen wir es nochmal ein bisschen spannender. Dann nehmen wir da noch ein Handy mit dazu, mit dem Lichtsensor. Also auf jeden Fall das nächste Video anschauen.